Nummer 1. Wer sind Sie? Ich bin Thomas May, Zeugwart der Nationalelf. Nummer 2. Wer sind Sie? Ich bin Thomas May, der Zeugwart der Nationalelf. Nummer 3. Wer sind Sie? Ich bin Thomas May, der Zeugwart der Nationalelf. Nur einer von den dreien kümmert sich wirklich um das, was Fußball-Weltmeister anhaben. Und für ihn heißt es jetzt, sag die Wahrheit. Und das ist das Rateteam. Der charmante Lügendetektor Kim Fischer. Der Schnüffler mit dem feinen Näschen Mike Krüger. Die Dame mit dem Röntgenblick Ursula Cantieni. Der clevere Schnellmerker Pierre M. Krause. Und hier kommt Ihr Gastgeber, guten Abend, Michael Antwerpes. Schön, dass ihr wieder Zeit gefunden habt, zu uns zu kommen, Montagabend, 22 Uhr. Nachher gehen wir noch was trinken, ihr Lieben. Schön, dass Sie wieder dabei sind. Und es war ja das Sportevent des letzten Jahres, um nicht zu sagen des Jahrzehnts aus fußballerischer Sicht. Deutschland Fußballweltmeister zum vierten Mal in Brasilien. Und immer beschworen wurde ja dieser Teamgeist. Und unser Kandidat war Teil dieses Teams als Zeugwart. Er geht also Schweini und Co. an die Wäsche. Schauen wir mal, dass wir die Informationen zusammenkriegen. Mein Name ist Thomas May und ich kümmere mich um die Wäsche der Fußballnationalmannschaft. Genauer gesagt um die Trainings- und Spielkleidung. Und das seit mehr als 20 Jahren. Vor dem Spiel bereite ich für jeden Spieler die Trikots vor. Nach dem Abpfiff wird sortiert, gewaschen und aufgeräumt. Um die Schuhe kümmert sich allerdings ein Kollege. An den Spielern bin ich natürlich dicht dran. Ich weiß, wer sein Trikot eher eng trägt und wer es lieber weiter mag. Ich habe schon viele große Spiele mitgemacht, aber mein absolutes Highlight war natürlich die WM in Brasilien. Neben der Nationalelf betreuen mein Team und ich noch weitere 15 DFB-Mannschaften. Darunter auch die Frauennationalelf. Da geht es dann im Juni nach Kanada, den nächsten Titel holen. Sagt uns Thomas May, der Zeugwart der Nationalelf. Ist ja eigentlich ein schönes altes Wort, ja, Zeugwart. Wieso das nicht heißt Trikotbesteller oder egal, Zeugwart. Kim. Beginn. Kandidat Nummer 2, wenn das Zeug dann gewartet ist, wo kommt das dann hin oder gewahrt ist? Aus der Waschmaschine raus? Ja. Ja, dann kommt es wieder in den Koffer und wird für die nächste Trainingseinheit oder für das nächste Spiel. Danke. Kandidat Nummer 1, sind Frauen oder Männer ordentlicher? Ich glaube, das können wir so nicht sagen. Das ist mehr oder weniger gleich, auch im Fußball. Kandidat Nummer 3. Wer ist denn die Größte? Also wer hat es nicht so richtig gelernt, von Mutti aufzuräumen? Also wer ist denn so die größte Schlampe unter den Fußballern? Das werde ich mit Sicherheit nicht sagen. Natürlich nicht. Kandidat Nummer 2. Wie heißt denn der Koch, der euch immer begleitet und mit euch mitreist? Schubeck. Kandidat Nummer 1. Wie heißt denn Ihr Koch, der Sie begleitet? Stromberg. Aha. Und Kandidat Nummer 3. Was würden Sie sagen, wie der Koch heißt? Dann sage ich Lava. Alles klar. Jeder darf mal. Ihr seid sehr geschickt. Das gibt's doch nicht. Ihr. Abgebrühte Truppe, diese Zeug. Aber so was. Ja. Mike, bitte. Kandidat Nummer 1. Haben Sie einen Lieblingsspieler? Bastian Schweinsteiger. Kandidat Nummer 2. Ist das ein ordentlicher Bursche, der Bastian? Ja. Vorbild für alle. Kandidat Nummer 3. Waren Sie auch mit in diesem Dorf da in Brasilien? Haben Sie da auch gewohnt? Ich war in Campo da Bahia, natürlich. Aha, Kandidat Nummer 1. Können Sie da ein paar Internas erzählen hier? Nein, hier an dieser Stelle nicht. Kandidat Nummer 3. Wie viel früher sind Sie im Stadion als die Mannschaft? Wir sind 2 bis 3 Stunden früher da, weil wir unheimlich viel zu tun haben. Kandidat. Dankeschön und Ursel. Nummer 3. Wie viele Garnituren hat denn so ein Nationalspieler dabei? Der bekommt 2 Garnituren pro Spiel. Und Nummer 2, welcher Spieler trägt es gern am engsten? Das ist Reus, eindeutig. Ah, interessant, ja. Und Nummer 1, welcher schwitzt denn am meisten? Leider auch Reus. Ja, das bedingt sich natürlich gegenseitig. Kleine Spieler schwitzen mehr wie große Spieler. Ach. War jetzt sehr aufschlussreich. Ganz interessant. Kleine Spieler, Pierre, schwitzen mehr als große. Also. Du bist dran. Nummer 1, mich würde vor allem interessieren, wie war denn nun diese Party nach der WM, nach der gewonnenen WM? Wo waren Sie?
Haben Sie da sauber machen müssen, während alle gefeiert haben? Nach dem Spiel musste ich sauber machen. Dann war ich bei der Party im Hotel genauso dabei wie alle anderen. Nummer zwei, haben Sie von jedem der Nationalspieler auch ein Autogramm? Sicherlich. Nummer drei, wer ist denn Ihr Lieblingsnationalspieler? Mein Lieblingsnationalspieler ist Per Mertesacker. Nummer eins, sind da auch schon Freundschaften entstanden? Ja, das kann man schon so sagen. Nummer zwei, was für einen Ausbildungsberuf muss man eigentlich haben, um Zeugwart zu werden? Es gibt in Deutschland keinen direkten Ausbildungsberuf dafür. Nummer eins, nochmal zurück zur Party. Wurde da Alkohol getrunken? Ja. Echt jetzt? Aber das sind doch Sportler. Das war die Befragung zum Thema Zeugwart. Mal schauen, ob wir es rausbekommen. Nummer eins, der Kandidat, der sagt, Frauen und Männer sind gleich ordentlich. Bei ihm kocht ein gewisser Stromberg Schweinibraten. Offensichtlich lässt er aber sonst nichts raus und Reus schwitzt bei der Party am meisten. Das hat er uns verraten. Bei Nummer zwei kommt die Klamotte von der Waschmaschine gleich in den Koffer. Bei ihm kocht Schubeck und er sagt, Reus trägt am engsten. Und Nummer drei ist ein Diskreter, lässt gar nichts raus. Bei ihm kocht Lafer, er hat auch im Campo da Bahia gelebt und ist 2 bis 3 Stunden vor dem Team schon in der Kabine. Jetzt dürft ihr auswählen. Also mit diesem Koch habe ich mir echt ein Ei gelegt. Der war nämlich mal bei mir in der Sendung, der Koch, und ich weiß nicht mehr, wie er heißt. Also Lava heißt er definitiv nicht. Ich hätte immer die ganze Zeit gedacht, die 3 ist es, aber die 1 kann es ja gar nicht sein. Aber doch, die 2, sie sehen natürlich aus, als würden sie selber auf dem Feld stehen. Ich nehme mal die 1. So, so. Ja. Mike, was nimmst du? Nummer 3 ist, glaube ich, der Seelsorger der Nationalmannschaft. Und Nummer 1, das ist für mich so einer, der sich um so eine Mannschaft richtig sorgt, kümmert, betreut, macht. Der ist zur Stelle, wenn er gebraucht wird. Wie unsere Mannschaft selbst auch. Nummer 1. Der gewissenhaft faltet. Natürlich. Ja? Ja. Was sagst du, Ursula? Nein, für mich ist es die Nummer 3. Aha. Weil er nämlich gerade so ein bisschen bemuttern kann und gucken, dass alles richtig läuft. Und ich denke, sie haben auch noch Gehilfen. Also sie machen das nicht sie machen das nicht alles allein. Natürlich Vielleicht. Ist auch ein Team, hinter dem Team. Pierre. Die Nummer 1 hat, vielleicht bin ich zu sehr an Äußerlichkeiten fest, den obligatorischen Oberlippenbart und hätte mich damit schon. Aber Nummer 2 hat definitiv denselben Friseur wie Jogi Löw. Und hat, und da bin ich mir sehr, sehr sicher, den Führerschein von Marco Reus zu heiß gewaschen. Er ist also an dieser Sache mit Schuld. Sie sind's. Oh, großartig. Also im Prinzip haben wir hier einen waschechten, im wahrsten des Wortes, Weltmeister sitzen. Ne? Schauen wir mal, wer es ist. Bin mir immer noch sicher. Nein! Der Oberlippenbart. Doch der Oberlippenbart. Man kann sich immer auf den Oberlippenbart verlassen. Glückwunsch an die ersten beiden Punkte. Ja, die Punkte nicht an euch, für die Punkte. So rum ist es richtig. Nummer 2, wer sind Sie? Mein Name ist Wolfgang Becker. Ich komme aus Gansbach, das ist ganz in der Nähe von Baden-Baden. Ich berate Firmen zum Thema betriebliches Gesundheitsmanagement und bin Hardcore-Fan des Karlsruher Sportclub. Also. Und Nummer 3, bitte. Mein Name ist Stefan Leukel. Ich bin kein Pfarrer, obwohl ich mal Messdiener war. Ich bin Projektmanager in der Automobilindustrie. Bin mit dem Fußball dadurch verbunden, dass mein Onkel in 50er und 60er Jahren Vorstandsmitglied bei Schalke 04 war. Deswegen Schalke-Fan. Ja, Thomas May, ich hab diesen Teamgeist angesprochen. Was hat das ausgemacht? Also war es dieses fast Kaserniertsein auf der Insel im Campo da Bahia? Was war das? Ja, man hat das Kaserniertsein ja nicht so wahrgenommen, sondern man war wie eine große Familie. Jeder war für jeden da. Und das war auch schon das große Geheimnis der Sache. Wir waren relativ abgeschottet auf unserer kleinen Halbinsel und konnten deswegen ganz in Ruhe trainieren und uns wirklich fokussieren von Spiel zu Spiel bis zum Höhepunkt hin. Muss ich mir das dann auch so vorstellen, dass die Spieler auch mit Ihnen und dem ganzen Tross abends mal zusammen beim Bier oder bei was auch immer sitzen? Oder sind Sie dann doch schon ein separates Grüppchen, was mit den Spielern nicht absolut. In Kontakt? Absolut. Immer alle zusammen. Zum Essen sowieso. Ja. Frühstück, Mittag, Abendessen. Und auch abends, wenn die Arbeit gemacht ist, die ja für das Team hinter dem Team nicht vor 23 Uhr endet,
dann trinkt man noch ein Bier und die Spieler, die hatten, sag ich mal, in Eigenregie bis 0 Uhr schon Zeit, sich selbst einzuschätzen, wann sie ins Bett gehen. Was würden Sie sagen, Sie machen es seit 1991, ist der Unterschied in den Spielergenerationen, damals und heute? Ich will nicht sagen, dass die Spieler früher nicht fokussiert waren auf die Sache, aber heutzutage sind die Spieler noch mehr professionell, angefangen von der Ernährung über Regeneration. Und man verfolgt heute dieses große Ziel noch mehr wie die Spieler früher vielleicht. Wie viel haben Sie mit rübergeschleppt nach Brasilien? Also wir hatten jetzt zu dieser Weltmeisterschaft so circa 14 Tonnen Gepäck dabei. Boah. Und während der Spiele dann vom Campo Bahia in die jeweiligen Spielorte noch mal 1,5 Tonnen. Und es gibt ja, die Spieler tauschen ja die Trikots nach dem Spiel. Ja, was passiert denn eigentlich mit denen, die sie kriegen? Also wenn ich jetzt ein Trikot von Brasilien kriege als Sami Khedira, das gebe ich Ihnen dann auch, dass ich es mal schnell durchwasche. Genau. Er gibt mir es, dass ich es wieder aufbereite und er bekommt es dann zurück, weil die Spieler haben auch viele Stiftungen für gemeinnützige Zwecke. Die werden dann dort versteigert, die Trikots, und die Einnahmen kommen dann halt da. Kriegen Sie auch ab und zu mal ein schönes ab? Ich bekomme auch ab und zu mal ein schönes ab, genau. Und was ist so Ihr Highlight, was Sie gesammelt haben? Ach, das ist jetzt, von dieser WM habe ich eins von Messi. Naja, da würden viele Leute weit laufen, um das zu sehen. Apropos weit laufen, die Nationalmannschaft musste weit fahren mit dem Bus beim Empfang in Berlin. Und da war natürlich bei diesem Triumphzug Thomas May auch mit dabei. Doch vor dem Jubel, den wir hier noch mal sehen, steht bekanntlich auch die Arbeit. Hinter der erfolgreichen Nationalmannschaft stehen viele fleißige Helferlein. Da wird sortiert. Und in der Kabine hat Thomas May schon fast alles vorbereitet fürs Finale. Zwei Trikots gibt es pro Spieler, und dann kann es losgehen. Wir sind die bessere Mannschaft, dominant und aggressiv. Genau, und am Ende wurde Deutschland damit Fußball-Weltmeister. Und er war in Brasilien mit dabei, Thomas May. Dankeschön an ihn und alle weiteren Kandidaten. Und in der zweiten Runde retten wir kleine Nager. Nummer 1. Wer sind Sie? Ich bin Stefanie Buchholz und rette Eichhörnchen. Nummer 2. Wer sind Sie? Ich bin Stefanie Buchholz und rette Eichhörnchen. Nummer 3. Wer sind Sie? Ich bin Stefanie Buchholz und ich rette Eichhörnchen. Nur eine von den dreien peppelt wirklich kranke und verletzte Nager wieder auf. Und für sie heißt es jetzt, sag die Wahrheit. Also das Jauchzen der Damen im Rateteam lässt ja vermuten, das sind mit die niedlichsten Tierchen, die man sich vorstellen kann, die Eichhörnchen. Also ich kenne jetzt niemanden, der Eichhörnchen nicht süß findet. Aber wir erfahren heute sicherlich noch eine Menge Wissenswertes. Oh. Zum Beispiel, wie heißt das Nest, das selbstgebaute Nest des Eichhörnchens, wisst ihr nicht, ne? Kobel. Kobel. Ja, noch nie. Aber noch mehr interessante Details gibt's jetzt. Toll. Mein Name ist Stefanie Buchholz und ich rette Eichhörnchen. Da ich Biologielehrerin bin, brachten mir Schüler eines Tages ein verletztes Eichhörnchen und flugs übernahm ich die Notfallversorgung. Ich wärmte es und päppelte das Tierchen mit Katzenbabymilch auf. Seither bin ich als Eichhörnchen-Mami bekannt. Ein Großteil der wilden Eichhörnchen überlebt das erste Lebensjahr nicht. Viele nämlich werden von Mardern, Katzen oder Krähen getötet. Andere stürzen bei den ersten Kletterversuchen ab. In meiner großen Foliere können sich die possierlichen Patienten erholen. Wenn sie dann gesund und alt genug sind, werden sie in die Freiheit entlassen. Und jetzt sind Sie dran. Wer von uns hat wohl das Händchen für Hörnchen? Sagt Stefanie Buchholz, die Eichhörnchenretterin. Ja. Auch du bist ein possierlicher Kerl, Pierre. Darfst anfangen. Danke. Bitte. Nummer 1. Ich habe die Theorie, dass Verpeiltheit zu Plan der Natur gehört. Eichhörnchen sind ja verpeilt, ne? Die haben Nüsschen, dann vergraben sie, dann vergessen sie, wo die Nuss ist. Aber dafür wächst dann da ein Baum. Stimmt das? Ja, sie haben verschiedene Nester. Sie haben zum Teil 8 Kobel gleichzeitig, die sie brauchen. Einen für den Nummer Tag. Nummer 2. Wenn sie Eichhörnchen aufziehen, binden die sich an Menschen? Entsteht dann eine Beziehung? Teilweise. Nummer 3. Könnte man ein Eichhörnchen dann auch als Haustier halten? Nein. Nummer 2. Was machen Sie mit dem Eichhörnchen, wenn es wieder gesund ist? Wenn es gesund ist, wird es wieder ausgewildert. Das heißt, es wird rausgelassen, darf in den Wald. Nummer 1. Was ist Ihr Lieblingseichhörnchen? Wie hieß es? Sammy. Nummer 2. Der originellste Name, den Sie einem Eichhörnchen jemals gegeben haben, war?
und Pierre, war vielleicht so schnell. Pierre wäre lustig für ein Eichhörnchen. Ursel. Nummer 3. Wie viele Sorten Eichhörnchen gibt es bei uns? Insgesamt in Deutschland? Ja. Das kann ich nicht beantworten. Nummer 2. Kennen Sie verschiedene Sorten von Eichhörnchen? Nicht in Deutschland. Wo? In Amerika gibt's zum Beispiel, also zum es gibt Beispiel? Weltweit verschiedene Arten. Ja. Wie viel kennen Sie? Also hauptsächlich bekannt ist natürlich außer dem einheimischen Eichhörnchen noch das Grauhörnchen, das amerikanische Grauhörnchen. Genau. Und Nummer 1, was hat es mit dem grauen Eichhörnchen auf sich? Ja. Das ist alt. Deshalb ist es grau. Ich bin auch so ein altes graues Eichhörnchen. Absolut. Kandidatin Nummer 1, wie alt werden Eichhörnchen? Die werden nicht so alt, 6, 7 Jahre. Kandidatin Nummer 2, wie viele Junge kriegen die so in den 6 Jahren? Also pro Wurf sind es zwischen 3 und 7 und in einem Jahr sind es 1 oder 2 Würfe. Kandidatin Nummer 3, wann fangen diese kleinen Eichhörnchen an zu klettern? Mit wie nach 3 bis 4 Wochen machen sie die ersten Versuche. Danke. Kandidatin Nummer 1, bringen die Eltern den Kleinen das irgendwie bei, das Nein. Klettern? Nein, das ist intuitiv. Das muss nicht beigebracht werden. Kandidatin Nummer 2, was ist der größte Feind hier in Deutschland von Eichhörnchen? Hauskatzen. Kandidatin Nummer 1, wie viel... Fragen Feuerwerk. Mhm, quasi. Kandidatin Nummer 3, warum sind Eichhörnchen so flink? Weil der liebe Gott sie so geschaffen hat. Toll. Kandidatin Nummer 2, was macht das Eichhörnchen aus, dass es so schnell klettern, fliegen, alles kann? Die sind einfach optimal angepasst an ihren Lebensraum. Kandidatin Nummer 1, wie weit kann denn so ein Eichhörnchen fliegen? Bis zu 5 Meter. Ach. Ja. Fliegen? Können die überhaupt fliegen? Ja, irgendwie sieht es immer aus wie ein Flug vor meinem Fenster. Ja, ich bin so. Und wie schlau sind Eichhörnchen, Kandidatin Nummer 2? Ziemlich schlau. Ja, sind sie, stimmt das, Kandidatin Nummer 1? Oder sind die nicht auch ein bisschen dämlich? Putzig und dämlich. Also, so rothaarig, putzig, dämlich. Nein, die sind wirklich schlau. Die ist... Danke. Wisst ihr eigentlich, wie das Hörnchen in Frankreich heißt? Croissant. Genau, so heißt das französische Eichhörnchen. Jetzt aber unsere 3 Kandidatinnen. Was haben wir gehört von Nummer 1 zum Beispiel? Die sagt, Eichhörnchen mieten sich bis zu 8 Kobel, um darin zu wohnen. Sammy war der originellste Name für eines ihrer Tiere, die intuitiv von Ast zu Ast hüpfen und bis zu 5 Meter weit dabei springen. Teilweise, sagt Nummer 2, kann man sie schon domestizieren, diese Eichhörnchen, aber sie werden bald wieder ausgewildert. Sie kennt auch die Grauhörnchen und sagt, dass Hauskatzen die größten Feinde dieser Tiere sind. Und Nummer 3, sie weiß nicht, wie viele Sorten es in Deutschland gibt. Vielleicht gibt es ja wirklich nur eine. Nach 4 Wochen, so meint sie, unternehmen die kleinen Tierchen ihre ersten Kletterversuche. Und der liebe Gott hat sie so flink gemacht. Natürlich. Und der liebe Gott hat auch den Pierre so klug gemacht, dass er nun sagen darf, wer es ist. Ich hatte mal eine Biologielehrerin, versuche ich es mal so. Die sah genauso aus wie Nummer 1. Und da die Eichhörnchenretterin ja eine Biologielehrerin ist, muss es Nummer 1 sein, weil sie so aussah. Weil ich glaube, es gibt irgendwo eine Biologielehrerin-Fabrik. da kommen sie auch raus. So. Ist das vielleicht zu wissenschaftlich jetzt die Erklärung. Aber. Ja, man könnte es auch anders aufzäumen. Ich meine, es wäre doch logisch, dass eine Biologielehrerin der richtigen Lügnerin zur Seite gestellt wird, damit die auch möglichst kompetent Auskunft geben kann. Sehr gut, Sherlock. Und das ist meine Theorie. Oh. Ja, für mich ist es eindeutig die 2. Na, die Ursel, die sieht nicht alles nur schwarz-weiß. Ja, ich sehe es auch farbig heute. Und da sehe ich genau das, was mein Freund Pierre auch gesehen hat. Na Gott sei Dank. Seid ihr schon Begeisterung über Eichhörnchen von Nummer 1 kam für mich in jedem Satz, den sie sagte, rüber hervor. Deshalb ist es natürlich Nummer 1. Kandidatin Nummer 3, ich würde mir bei Ihnen wünschen, dass Sie Märchen aus der Tierwelt schreiben. Kandidatin 2 hat mich so genau so angelächelt, als ich ja machte. Aber die 1, die weiß, wovon sie spricht. Und sie wird uns gleich schöne Geschichten erzählen. Sagt los. Wir haben eine klare Favoritin auf der Position 1. Und jetzt entlarven wir die Eichhörnchen-Mama von Sag die Wahrheit. Bitte.
Ja, niemand freut sich schöner, wenn er alleine gewinnt von euch als Ursula, ja? Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Nummer eins, Sie waren die Favoritin, aber mit Eichhörnchen nichts am Hut, ne? Nein, ich bin die Renate Lengacher, komme aus der Schweiz, aus dem Berner Oberland und arbeite bei der Post als Zustellerin. Und der einzige Bezug zu Eichhörnchen habe ich durch meinen Onkel, der mit einem Bären aufgebunden hat. Man müsse den Eichhörnchen Salz auf den Schwanz streuen, dann könne man sie auch streicheln. Aber super gelogen. Danke. Danke. Das, meine Liebe, funktioniert nur bei Mike Krüger. Ah, okay. Und Nummer drei. Stellen Sie sich bitte vor. Mein Name ist Elena Riemann. Ich lebe im Naturschutzgebiet, daher meine Beziehung zu Eichhörnchen. Wunderbar. Und bevor wir mit der echten, mit Stefanie Buchholz sprechen, schauen wir uns mal an, wie die Eichhörnchen bei ihr zu Hause leben. Zumindest die beiden, die gerade bei ihr leben, in einer großen Voliere nämlich. Fing mit einem verletzten Tier an. Inzwischen werden jedes Frühjahr bedürftige Junghörnchen bei ihr abgeliefert. Eichhörnchen brauchen Verstecke, das sehen wir hier, und Platz zum Toben. Zwei Dauergäste beherbergt sie mittlerweile in ihrer geräumigen und übrigens selbstgebauten Freiluftfoliere. Fritzi und Ernie. Und anders als draußen im Wald wird das Futter persönlich angereicht. Im Eichhörnchenhotel. Schaut mal, wie süß. Frau Buchholz, warum haben Sie denn nur die beiden behalten? Das eine, der Ernie, der darf demnächst wieder raus. Der ist nur noch zu klein im Moment. Fritz hat eine Zahnfehlstellung. Oh. Deswegen darf er nicht raus, weil er sich auf Dauer quasi nicht alleine ernähren könnte. Okay. Sie haben letztes Jahr 25 Tiere aufgenommen. Ja. Wie viel sind da durchgekommen? Zwei Drittel ungefähr habe ich durchgebracht. Was ist so schwierig, die durchzubringen? Wenn sie zu mir gebracht werden, dann sind die ja oft verletzt, krank, haben verschiedene Infektionen oder sind eben halt auch schon stark unterkühlt oder sind einfach sehr, sehr jung und die sind dann einfach auch schwierig durchzubringen. Und die Babys, die erkennt man ja fast gar nicht als Eichhörnchen. Wir sehen hier so ein kleines gerade, das gefüttert wird. Also die Haare liegen glatt an bei den Kleinen noch und sie ziehen den Schwanz auch so hinterher. Deswegen ist erstmal nicht so typisch Eichhörnchen. Ja. Die Frage kam auch von euch, aber noch mal von Ihnen beantwortet. Können die sich wirklich als zutrauliche Gesellen entwickeln? Also haben Sie ein richtiges Verhältnis zu den Tieren? Die sind tatsächlich sehr unterschiedlich, also wirklich individuell. Manche sobald ich die Voliere betrete, springen sie mir auf die Schulter, gucken in meinem Ohr nach, ob da vielleicht eine Nuss drin ist. Und andere, wenn ich die Voliere betrete, hängen sich an die Decke und machen Futter darfst du da lassen, aber dann gehst du wieder. Das Ganze ist natürlich ehrenamtlich. In der Nähe von Freiburg macht sie das. Und was kostet sie diese Eichhörnchenliebe jedes Jahr? Pro Hörnchen so zwischen 20 und 250 Euro. Das hängt davon ab, ob halt unter Umständen Operationen oder sowas nötig sind. Aber es gibt ein Spendenkonto, das Sie auch auf unserer Homepage finden, liebe Zuschauer. Und wir danken Ihnen für Ihr Engagement und den tollen Auftritt hier bei Sag die Wahrheit. Stefanie Buchholz. Und zum Abschluss eine Runde vis-à-vis, wie immer. Tja, keine Eichhörnchen und auch keine Nationalmannschaft, obwohl tolle Schwindler, alle samt. Und alle als Motto verbindet ja in diesem Studio eines, wir sind alle sozusagen unten ohne. Ne? Wir sind nur von oben zu sehen und das Motto heißt auch unten ohne. Spannend, ne? Sehr spannend. Ja, Pierre beginnt. Mit der Nummer 4. Nummer 4, meine Biologielehrerin. Machen Sie es wie ich und tragen im Augenblick auch keine Hose? Oder was ist Ihre Geschichte? Meine Geschichte ist, unten ohne sind meine Schuhe, die ich selber herstelle. Die haben keine Sohlen. Das sind sogenannte Barfußsandalen. Die sind in den USA ein großer Renner und mittlerweile stelle ich die hier her. Ich häkle die selber. Und ich denke, wenn der Sommer gut wird, dann kann ich die auch verkaufen. Das ist ein fantastisches Geschäftsmodell. Hoffentlich kommt niemand auf die Idee zu sagen, ich laufe einfach barfuß. Würde irgendwie das Modell kaputt machen. Ist eine sehr schöne Idee. Ich würde es Ihnen gönnen, aber ich glaube es nicht so richtig. Wir machen mit Kim weiter unter 1. Ich bin Ihnen jetzt fast schon auf den Leim gegangen. Ich bin kurz davor. Was ist Ihre Geschichte? Mein Auto ist unten ohne. Aha. Ich habe ein Auto gebaut, das
keinen Motor hat, das keinen Boden hat. Das habe ich zusammen mit Kommilitonen an der Universität zu Studienzwecken gebaut, um zu beweisen, dass Carbon ein sehr leichter Werkstoff ist. Das heißt, die Karosserie ist original. Sie müssen sich das so vorstellen, 4 Leute sitzen drin. Und so ähnlich wie damals bei der Familie Feuerstein, das Fahrzeug, wo das mit den Füßen angetrieben wird, genau das gleiche Prinzip. 4 Leute arbeiten mit den Füßen und bringen das Auto voran. Wie viel PS hat das dann? Ja, das ist jetzt Ach, ich finde das eigentlich eine ganz hübsche Idee. Damit könnten Sie einmal durch den Garten meiner Eltern vielleicht fahren. Ich würde das gerne sehen. Ich sag mal ja. Dabei tragen Sie dann Barfußsandalen. Barfußsandalen. Ja, genau. Bike mit der 2. Kandidatin Nummer 2 aus der schönen Ostseegegend Travemünde. Ihre Geschichte, bitte. Bei mir ist die Schnapsflasche unten ohne. Mein Mann hatte die Angewohnheit, kam nach Hause, trank mehrere Bierchen und dann ging's mit Schnaps weiter. Ich wollte nicht zanken, ich kam auf die Idee und klebte die Schnapsflasche im Regal an. Als mein Mann mal wieder so weit war und nach der Schnapsflasche griff, konnte er sie nicht fassen und dachte schon, oh Gott, jetzt halluziniere ich, und riss sie mit einem Hochruck raus. Der Boden blieb kleben, der Inhalt ergoss sich und er war schockiert. Aber nüchtern. Aber es gab keinen Schnaps. Sehr schön erzählt, muss ich sagen. Sehr glaubwürdig. Das war fast so erzählt, dass ich es Ihnen glauben würde. Fast? Fast. Oh. Ganz knapp dran vorbei. So, Ursel, jetzt du. Oh ja, jetzt bin ich gespannt. Was ist bei Ihnen unten ohne? Ich bin der Vorsitzende eines speziellen FKK-Clubs. Oh. Die sich obenrum kleiden und untenrum eben nicht. Nein. Der Club nennt sich die Hosenlosen. Das ist gut, das klingt gut. Und das hat folgenden Grund. Männer im fortgeschrittenen Alter schämen sich oft ihrer Bäuche. Man kann sicherlich den Bauch durch Schnaufen. Ich habe schon Schlimmeres befürchtet. Wessen sich die älteren Männer schämen. Aber Gott sei Dank haben sie es nicht ausgesprochen. Nein, nein, nein. Eine hodenlose Gemeinheit. Du rettest das Ganze. Okay, also, wer ist hier unten ohne? Das wird er uns jetzt beweisen, wenn er aufsteht, oder sie. Wir dreißig schon mal nicht. Ja, Mensch, Renate Lenkacher ist Schweizer Meisterin im Schnellhäkeln. Wie lange brauchen Sie denn für so ein paar Barfußsandalen? Doch eine Stunde, aber bei den Meisterschaften, da ging es darum, einen Knäuel Wolle zu verhäkeln, 55 Meter. Und mein Rekord liegt bei 7 Minuten 05. Wow. Und mit diesen Barfußsandalen, lieber Pierre, da wird sie bestimmt ein gutes Geschäftsmodell ausgegraben haben. Wir werden euch nun und Ihnen, liebe Zuschauer, ein Modell zeigen von Renate Lenkacher. Bitte schön, Auftritt Mona. Oh, ja, das will ich sofort haben wollen. Oh la la. Oh, ja, das. Sehr nett. Zeig mal verbunden. Sehr nett. Ursula, das ist doch was. Renate Lenkacher und ihre Barfußsandalen. Vielen Dank, Mona. Also, wenn Sie nächsten Sommer und in diesem Sommer en vogue sein wollen, dann nehmen Sie diese Häkelsandalen. Dankeschön. Ja, du kriegst ja auch welche. Bis nächsten Montag. Ciao. Neue Geschichten bei Sagt die Wahrheit. Danke. Sind schön, ne? Ja, sieht gut aus. Hat sie ganz viele Modelle.